Hallo, ich bin's Kim Lian und heute habe ich das sehr krass angefragte Video zum Thema Money Money für dich. Also ich rede darüber, wie man besonders als Schüler, aber natürlich auch am Anfang des Studiums so schnell Geld verdienen kann. Ich gehe davon auch sehr stark von dem aus, was ich gemacht habe für Jobs und sowas. Wir alle wissen, allein Geld macht nicht glücklich, aber ich persönlich finde, es gibt dir, wenn du nicht zu den Gesegneten gehörst, die von den Eltern viel Geld kriegen, dann gibt es dir einfach so ein bisschen Freiheit. Und wenn es auch nur Entscheidungsfreiheit ist, was du dir kaufst und so. Also das nur mal so als Disclaimer für dieses Video. Jetzt aber schon zu Punkt 1. Und zwar ist der relativ easy und offensichtlich. Und zwar machst du Geld, indem du auch gleichzeitig Ordnung schaffst. Das sind dann so zwei Fliegen mit einer Klatsche. Und zwar sortierst du einfach Kleidung und Kosmetik aus, schaust dich dann um auf Facebook, auf diversen Flohmarktseiten oder inserierst auf Online-Flohmärkten oder stellst dich gar den ganzen Tag irgendwo hin mit deinen Sachen. Und dann hast du zum einen natürlich Ordnung, Platz für Neues und auch Kohle. Also du wirst praktisch belohnt fürs Aufräumen. Das finde ich immer ganz cool und ich bin schon auf zahlreichen Flohmärkten auch gestanden, auch schon als Schülerin, weil es einfach eine schnelle Möglichkeit ist, an Geld zu kommen und man eben auch gleich seinen ganzen alten Krempel los ist. Punkt 2. Du suchst ja einen Samstagsjob in einer Bäckerei oder im Verkauf sonst wo, in einem Klamottenshop und kannst da was dazu verdienen. Das geht hier bei uns ab 16 Jahren, allerdings nur in einer Position außerhalb der Kasse. Also weil wenn du Kassentätigkeiten machst, musst du über 18 sein, aber darunter kannst du zum Beispiel Shirts falten in einem Laden, das habe ich auch gemacht, oder eben kleine Hilfsarbeiten erledigen in einem Shop. Das in der Bäckerei zum Beispiel, also das geht, dass du beratende Tätigkeit einnimmst im Service oder so. Und da kommt man auch ganz schnell an Geld und ja, hat was ziemlich Fixes, also fixer auf jeden Fall als diese einmalige Sache mit dem Flohmarkt. Das ist dann echt so eine Einkommensquelle und du weißt, wie viel Euro du im Monat hast, um sie für irgendwas zu sparen oder auszugeben. Punkt 3. Du sprichst mal mit deinen Eltern, sollten sie eben zu denen gehören, die dir nicht für jeden Scheiß einfach so Geld schenken, ob sie dir Geld als kleine Bezahlung geben wollen. Also wir hatten da so ein System, dass für gewisse Arbeiten im Haushalt oder sonstige Arbeiten einfach ein Betrag ausbezahlt wurde als Taschengelderhöhung. Und ja, da kannst du einfach so eine kleine Preisliste dann an den Kühlschrank hängen, sowas bei uns. Und dann kann man jeden Morgen hingehen und schauen, und was bringt mir heute am meisten Asche? So ungefähr. Aber das funktioniert ganz gut, weil die Eltern sehen, du strengst dich an und meistens wollen sie das dann auch gerne belohnen mit ein paar Euro. Punkt 4. Du erkundigst dich einfach bei deinen Eltern, ob vielleicht Freunde oder Bekannte einen Babysitter suchen für ihre Kleinen. Und kannst dich auch mal umhören im nächstgelegenen Kindergarten zum Beispiel, da mal fragen, nachmittags, wenn die Leute ihre Kinder abholen, ob denn jemand Bedarf hat und du vielleicht da ein paar Stunden aufpassen kannst und dann da ein bisschen was dafür kriegst. Punkt 5. Du fragst einfach mal bei deinen Nachbarn rum oder wieder bei Freunden deiner Eltern oder deiner Freunde, vielleicht kennen die jemanden, ob denn ein Tiersitter gesucht ist. Und das ist so ziemlich der geilste Job überhaupt. Da kümmerst du dich um ein Kätzchen oder Hündchen oder fütterst Hamster oder was weiß ich. Je nachdem, ob die Person, die dir praktisch den Auftrag gibt, auf ihre Tiere aufzupassen, auf Urlaub ist. Oder du kannst, wenn jemand voll gestresst ist mit Arbeit, fragen, ob du vielleicht einmal jeden Tag oder alle zwei Tage oder was weiß ich, das muss man sich halt ausmachen, mit dem Hund Gassi gehen kannst und dafür eine kleine Gage kriegst. Also da musst du einfach mal ein bisschen besprechen mit den Leuten in deiner Umgebung. Aber immer mehr Leute suchen Tiersitter. Also ich sehe auch oft zum Beispiel in Einkaufsläden, dass Leute so Flyer hingehängt haben, wo man sich die Nummer abreißen kann. Das könntest du auch in Erwägung ziehen. Das ist halt dann öffentlicher und da würde ich auch meine Mutter oder eine Freundin oder so, hängt von deinem Alter ab, mitnehmen zum Vorstellungsgespräch, weil man weiß ja nie, es sind ja genug Creeps auf der Welt unterwegs. Also wenn du das so machst oder über irgendeine Flohmarktseite im Internet inserierst, würde ich immer jemanden mitnehmen. Und sonst eben über Nachbarn und so schauen. Punkt 6. Du kannst Autos putzen. Das habe ich gemacht, immer in unserer Straße am Berg.
Aber wir haben auch eher am Stadtrand gewohnt damals. Also wenn du am Stadtrand wohnst oder auf dem Land oder sowas, dann geht das immer ein bisschen besser, weil es auf den Straßen ruhiger ist. Dort kannst du eben einfach mal rumfragen, ob jemand sein Auto geputzt haben will. Da hatte ich einfach mein Eimerchen und meine Schwämme und sowas, Reinigungssprays. Allerdings empfiehlt sich da, ich spreche aus eigener Erfahrung, Handschuhe anzuziehen, weil sonst sind deine Hände komplett ausgetrocknet und da helfen auch keine 10 Kilo Handcreme. Ja, dass du vielleicht da mal fragst und so eine Pauschale machst einfach, wie viel Euro du kriegst, wenn du das ganze Auto mal oberflächlich putzt und dann vielleicht noch innen aussaugst, da müsst ihr euch auch einfach einigen. Aber das ging auch sehr gut eigentlich. Punkt 7. Das ist auch eher so für den Stadtrand vielleicht geeignet oder wenn du innerhalb der Stadt jemanden kennst, der ein Haus hat mit einem Rasen, dann kann man auch immer gut seine Nachbarn fragen, ob man vielleicht Rasen mähen darf oder so für ein paar Euro. Und meistens ist es wirklich so, dass du einen Bonus hast als junges Ding, sag ich mal, weil das halt alle süß finden, wenn du fragst nach Arbeit und so. Also Erwachsene schmelzen da immer. Das funktioniert auf jeden Fall. Meistens, je älter die Leute sind, desto besser funktioniert es, dass man da irgendwie einen kleinen Job machen darf für die. Jetzt zu Punkt 8. Du kannst Flyer verteilen. Das geht so ab 16 bis 18 und natürlich als Student geht das Vollgas. Also das ist ein typischer Studentenjob, dass du dich einfach auf eine Einkaufsstraße stellst und Flyer verteilst für irgendwas, für ein Event, für ein Lokal, für ein Geschäft, egal. Und das Coole daran ist, dass du meistens mit Freundinnen oder Freunden zusammenarbeiten kannst. Also ihr geht da zu zweit hin und könnt halt dann, was weiß ich, wie viele Stunden zusammen die Zeit verbringen und Flyer verteilen. Das heißt, es vergeht die Zeit schneller und es ist meistens auch viel besser bezahlt, als man denkt. Punkt 9. Du kellnerst. Das ist ein sehr stressiger Job. Also das würde ich eher Leuten ab 18 bzw. Studenten empfehlen, weil es wirklich alles zack, 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 zack gehen muss. In der Gastronomie ist es wesentlich stressiger, als es von außen aussieht. Und außerdem darf man natürlich nicht kassieren unter 18. Davor könntest du nur praktisch servieren. Also praktisch Gerichte von der Küche zu den Tischen tragen. Allerdings kriegst du da A, kein Trinkgeld und B, ist es genauso stressig wie Kellnern. Also das ist wirklich eher was für Studenten geeignet ist. Allerdings findet man da sehr leicht einen Job, weil in der Gastronomie sehr viel gewechselt wird immer. Und da findest du immer irgendein Lokal, wo sie dich nehmen. Und der letzte Punkt, Punkt 10. Du gibst Nachhilfe. Wenn du in irgendeinem Fach besonders gut bist, sei es Mathe oder Französisch, Englisch, was auch immer, dann fragst du einfach mal die jüngeren Geschwister deiner Freunde oder wieder Bekannte deiner Eltern, die vielleicht Kinder haben, ob da Bedarf ist und dann kannst du einfach so einen Stundenpreis ausmachen und den Kleinen bei den Hausaufgaben helfen. Das geht sowohl als Student als auch als Schüler. Es kommt natürlich darauf an, auf welchem Niveau das Nachhilfekind ist. Da muss man natürlich vorher schauen. Und natürlich kann man auch abseits von so Schulfächern Nachhilfe geben. Also wenn du Klavier spielen kannst oder Schlagzeug, dann kannst du auch das anbieten. Und das funktioniert ganz gut und bringt auch gute Kohle. So viel zu meinen 10 Ideen, um an Kohle zu kommen als Schüler oder am Anfang des Studiums. Ich verlinke dir hier jetzt noch 2 weitere Videos von mir, meine beiden letzten. Und du kannst mir gerne mal schreiben, ob du Interesse hast an einem Video über meine persönlichen Studentenjobs, die ich so gemacht habe. Das sind nämlich noch einige mehr, als ich jetzt hier aufgezählt habe. Da könnte ich erzählen, was ich alles genau gemacht habe und von Erlebnissen, von teilweise auch Frechheiten. Ja, schreib mir einfach mal und schreib auch gerne noch vielleicht ausgefallene Ideen von Jobs in die Kommentare, damit man da auch so ein bisschen durchstöbern kann als Zuschauer. Ich freue mich schon sehr von dir zu lesen und wir sehen uns dann im nächsten Video am Donnerstag. Tschüss!